Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf iTechDies. Heute geht jetzt wieder etwas technischer zu. Und zwar war gerade eben die Apple Keynote für September. Und ja, hier sehen wir schon, hey Siri, ist heute irgendwas Interessantes passiert? Genau, das September Event. Können wir hier nochmal die Keynote anschauen. Je nachdem, wie man will. Und ja, Apple hat einiges vorgestellt. Die Kino ging auch extrem lang, 2,5 Stunden das Ganze, anstatt 2 Stunden. Ups, das wollte ich noch nicht. Und ja, dann fangen wir auch gleich an. Apple hat gleich am Anfang nichts Besonderes gesagt und ist gleich losgegangen. Ich muss kurz schauen, ob die Dotcom-Seite genau gleich aussieht. Okay. Hat eben gesagt, nichts Besonderes gesagt. Die Updates konnte Tim Cook nicht erzählen, da es viel zu erzählen gab, daher keine Zeit gehabt. Das Ganze fand dieses Mal im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco statt. Da waren die, glaube ich, noch nie. Das ist eine richtig schöne Halle. Ich blende euch mal hier ein Bild ein, falls ich nichts finde. Ja. Gut. Wieso bin ich jetzt wieder auf der amerikanischen Seite? Auf die deutsche Seite, genau. Dann hat es gleich angefangen mit der Apple Watch. Da gehen wir auch gleich hin. Ich glaube, das müsste die vierte Seite sein. Ja, wer sie trägt, wird sie lieben. Und zwar gibt es ein paar kleine Updates, und zwar ein paar neue Modelle, ein paar neue Farben, und zwar hier dieses Rose Gold und Gold eben. Orange ist aber auch noch, also einige neue Modelle einfach. Und auch ein neues Band. Genau hier, dieses von Hermes, das Band. Da haben sie zusammengearbeitet mit Hermes eben. Und ja, hier sehen wir es. Die Hermes Edition. Die gibt es, glaube ich, nur in ausgewählten Stores. Und ja, wie teuer die sein wird, keine Ahnung. Billig wird es auf jeden Fall, glaube ich, nicht. So viel ist sicher. Ja. Es gibt auch jetzt eine Portag Red Edition. Und ja, ich schaue die mir kurz mal an. Die Seite habe ich auch gar nicht gesehen, zum Beispiel. Okay, und ja, dann gibt es, haben wir auch noch kurz angesprochen, hier dieses Watch OS 2. Das ist eine neue Funktion mit sich bringt. Interaktives Zifferblätter, etc., etc., etc. Ja, dann ging es auch weiter mit dem iPad. Und da gab es eine große Überraschung. Und zwar das iPad Pro haben die announced. Das ist das größte iPad, leistungsstärkste iPad. Und es ist einfach gigantisch. Es soll erst November kommen. Und bietet einiges. Es hat ein 12,9 Zoll Display auf jeden Fall. Ups, das war die Animation, die ich jetzt verkackt habe. Starten wir einfach ganz einmal neu. Tim Cook hat auch ein cooles Video dazu gezeigt. Wurde auf jeden Fall richtig, richtig cool. Jetzt spackt ja alles. Egal, ich erzähle in der Zeit einfach ein bisschen. Genau, es hängt hier alles. Das iPad Pro ist eben der lange, also es gab ja schon lange Gerüchte, dass ein größeres iPad kommen soll, und jetzt ist es eigentlich da. Es basiert nicht auf dem iPad Air 2 von den technischen Daten her, sondern hat komplett was ganz Neues, und zwar hat zum Beispiel den neuen A9X-Chip, der richtig gut sein soll. Also soll 1,8 mal schneller sein als das iPad, also als der A8X-Chip, und die Grafik soll doppelt so gut sein. Das kann man natürlich jetzt noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, da noch keine Benchmarks-Tests gegeben hat. Aber ich bin interessiert an iPad Pro. Es hat auch 4 Lautsprecher, hat auch neue als. Was ist das hier? Entdecken Sie das iPad Pro. Das ist ja cool, Animation hier. Ah, so funktioniert es. Hier mit diesen ganzen Welt cool. Finde ich eigentlich auch voll cool. Dünn, leicht, gigantisch. Genau, es ist so leicht wie das erste iPad. Und dafür ist es hier viel größer. Über die Größe 12,9 Zoll. Warum? Weil wenn wir hier die Höhe vom iPad Air nehmen, ist es genau die Höhe von da bis da das Display. Richtig cool, damit passt auch eben
Das ist gut dazu. Wir haben hier Platz für alles. Es hat Gerät, was man nicht überall mitnehmen so kann. Es ist so ein Tablet für zu Hause, eher so ein Notebook-Ersatz, würde ich sagen. Mit 5,6 Millionen Pixel hat es sogar mehr Pixel, nämlich als das MacBook Retina. MacBook Pro Retina ist es ja. Und genau, hier der A9X-Chip. Der nochmal hier alles über top. Und natürlich iOS 9. Da komme ich nochmal später drauf zu, wann das eigentlich mehr rauskommt. Farm, Gold, Space Gray und Silver. Und das Ganze ist nur 6,9 mm dünn. Also so, also fast so dünn wie das iPad Air 2. Das iPad Air 2 ist, glaube ich, knapp 1 mm dünner, also 6,1. Und hier haben wir dieses neue Smart Keyboard. Da gehen wir auch gerade mal drauf ein. Zwar ist es schon ein bisschen ähnlich wie bei Windows, aber nicht ganz. Und zwar haben wir hier einfach ein komplett Smart Keyboard eben, einfach eine Tastatur, die auch sich auch diese neue Technologie mit den Tasten hat und wie beim MacBook neulich. Es ist leicht zu nutzen, noch leichter mitzunehmen. Das ist einfach so ein ähnliches Case, da können wir einfach, kann man hier was machen, tippen, ansehen und schützen. Genau, das ist einfach ein Case, das man immer dabei hat und kann man dann immer schnell auf- und zuschlagen. Hier sehen wir die schöne Tastatur nochmal. Und ja, hier haben wir dieses Tastensystem. Ja, auf jeden Fall richtig cool wäre da nicht der Preis. Ich glaube, das Ding kostet $160. Das will man nicht unbedingt zahlen. So, ihr habt es gerade eben schon gesehen. Auch wieder was Neues. Apple Pencil. Keine Ahnung, der, die das. Das heißt, es ist ein Bleistift fürs iPad. Genau, ihr hört richtig. Vollkommen vertraut, absolut revolutionär. Das neue Apple Pencil für das iPad Pro. Ihr seht hier, hier sind noch diese drei Kreise, der Smart Connector für die Tastatur ist, aber hier geht es erstmal um den Bleistift. Ihr könnt nochmal einen Film anschauen, um das Ganze nochmal besser zu erklären. Und zwar ist es einfach ein Stift, damit kann man malen, schreiben und es reagiert auch, wie stark man drauf drückt, sind die Striche fetter. Die Neigung, alles, also wie beim echten Stift quasi. Das soll auch richtig gut funktionieren, dass man auch ganz kleine Striche anvisieren und malen kann. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Also mich hat es echt gereizt. Und ja. Hier sehen wir nochmal Ladezeit. 12 Stunden Batterielaufzeit, das ist das Ganze. Da vorne dran ist auch so ein Lightning-Konnektor versteckt, damit man kann es auch einfach am iPad aufladen. Genau, die Ladezeit, 15 Sekunden laden bringt 30 Minuten Batterielaufzeit. Das ist schon mal, das ist cool. Das wusste ich selbst noch nicht. Genau, man kann hier auch Notizen zum Beispiel in iOS 9 mit dem Stift neu benutzen. E-Mails, Attachment, einfach schnell markieren, das dann zurückschicken, wie man es halt braucht. Und eben Bilder malen für die Kinder oder für sich selbst. Bisschen kreativ sein. Und ja, das ist aber so iPad Pencil. Sorry, ich hasse wieder ganz schnell. Wir haben auch ein bisschen spät, 2 Uhr nachts. Touch ID, Front-Facing Kamera, hintere Kamera, 8 Megapixel Smart. Eisert-Kamera, ja, sonst gibt es nichts Besonderes mehr beim iPad Pro, glaube ich. Genau, hier haben wir nochmal die Auflösung 2732x2048. Ich glaube, Filme lassen sich darauf richtig cool sehen. Hätte ich das Geld, würde ich mir echt einholen. Ich hätte echt Bock auf so ein iPad Air, auf ein iPad Pro. Das ist schon nicht schlecht. Genau, hier sehen wir nochmal die vier Lautsprecher, die auch noch mit Carbonabdeckung verdeckt sind und die auch also die auch dynamisch sind, sag ich mal, wenn man das iPad in die Richtung hält, also so quer, rechnet es aus, wie viel laut das andere sein muss, damit es genau angepasst ist quasi.
Genau, dreh es, wie du willst, es klingt immer fantastisch. Die Lautsprecher im iPad Pro sind nicht nur Hi-Fi, sie sind auch intelligent. Während alle vier zusammen die Bässe erzeugen, sind die beiden oberen für die Hochtöne verantwortlich. Und sie erkennen automatisch, ob das Gerät im Hoch- oder Querformat ist. So bekommst du immer einen länglichen. Genau, das meine ich. Ja, dann haben wir hier nochmal dieses Smart Key. So, die Technologie schauen wir uns auch nochmal an, natürlich. Geballte Kraft, elegant verpackt. Bin auch schon gespannt, wie stark der Prozessor ist, der A9 X. Ist die dritte Generation von der 64-Bit Prozessoren. Es ist 22-fach schneller als das erste iPad und 360 mal das 360-fache GPU-Leistung, also Grafikleistung vom ersten iPad. Das ist enorm. Genau. Metal, das ist ein Programmierding. Multitasking funktioniert natürlich super. Wir haben das große Display, dann können wir natürlich perfekt zwei. Wir haben auch einen Vorschau gehabt mit Adobe. War richtig cool. Die Programme. Selbst Microsoft hat was vorgestellt. Und ja. Also, das Ganze kombiniert mit iOS 9. Wird natürlich. Bringt auch natürlich das eine und das andere. Funktion in das iOS 9, das habe ich euch aber schon mal gesagt. Wow, das okay, das wusste ich noch nicht, das mit dem längeren Code. Das habe ich euch schon in der WWDC-Video erzählt. Dann kommen wir hier mal zu den technischen Daten. 32 GB, 128 GB gibt es das Ganze. Ich glaube, 32 GB waren $800 und 128 950 Dollar. Wi-Fi 1080 Dollar, bin mir nicht sicher, aber es sind wie gesagt nur Dollarpreise, Euro sind eventuell anders. Hier sehen wir auch schon mal die Box, sieht genau gleich aus wie beim Apple Air 2. Vielleicht finden wir hier noch Preise, ich glaube eher nicht. Nips. Gut, dann müssen wir uns gespannt bleiben, wie die Preise so werden. Und ja, da hat Apple noch zu nebenbei das iPad Mini 4 vorgestellt, also quasi nichts Besonderes, einfach nur die Technik vom iPad Air 2 in das Mini gepackt. Ja, nichts Besonderes, da müssen wir es uns nicht durchschauen, wir können höchstens nochmal die technischen Daten anschauen. Wir haben gesagt, wie gesagt, wir haben jetzt hier nämlich diesen A8-Chip, die 8-Megapixel-Kamera. Nichts Besonderes. Preis bin ich mir gerade nicht mehr, bin ich mir selbst nicht mehr sicher, ob der bei 390 Euro lag oder höher. Ich glaube irgendwie, der ist 10 Euro billiger geworden. Aber okay. Nichtsdestotrotz war es fürs iPad und jetzt kommen wir zu einer Neuheit und zwar das Apple TV. Die Zukunftsfernseher. Ja, die Box haben sie eigentlich mal geupdatet mit einer neuen Software und zwar tvOS. Das Ganze funktioniert natürlich super. Ich müsste es eigentlich gar nicht erklären, sondern schaut einfach das Video an. Ist auch auf YouTube mittlerweile richtig cool. Es verbindet einfach alles. Filme, Musik, Fotos, selbst Spiele kann man darauf spielen. Und ja, Siri haben wir auch und die legen halt viel Wert auf die Apps. Und man kann Siri alles fragen, zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Komödie anschauen, dann zeigt es auch an, wo es erhältlich ist, bei iTunes, bei Netflix, etc., etc., etc. Und hier ist ganz fett Interstellar irgendwie drauf. Genau, Siri kann man jetzt eben solche Sachen fragen. Man kann auch Siri krasse, detaillierte Sachen fragen. So ist es nicht. Und Spiele, damit ja auch zum Beispiel Cozy World gezeigt, Multiplayer. Es entwickelt sich so eine Gaming-Konsole schon langsam, mit den ganzen Apps, die ganzen Filme, die man dort über iTunes eben kaufen kann, zum Beispiel allein. Hier haben sie zum Beispiel die neue Fernbedienung, die da oben hier so ein Touch-Teil hat. Wir haben hier Siri, Lautstärke, genau, Siri zeigt mir ein paar Actionfilme. Wie viel das Ganze kosten wird, bin ich mir noch nicht sicher. Erleben, so hast du Fernseher noch nie gesehen. Das ist,
Auf jeden Fall cool, genau hier. Bildschirmschoner. Die Bildschirmschoner sind filmreich quasi. Die basieren, die sehen einfach top aus. Schaut euch die Kino an, ich kann es nicht beschreiben. Die sehen einfach top aus, die Bildschirmschoner. Ja, Siri kann eben alles. Und ja. Ich finde die Box cool. Die sieht aber nur ein bisschen fett aus, ehrlich gesagt. Klar, ich verstehe schon, dass die Technik da irgendwie rein muss, aber so fett muss sie auch nicht sein. Ja, YouTube, Vimeo, Vivo und Controller geht auch. Kommen wir gerade mal weiter. Spiele und Apps auf dem Fernseher. Das wird riesig. Genau, wir haben nämlich auch Controller, die einige Spiele unterstützen. Ja, man kennt es. Die meisten Spiele sind einfach bekannt vom iOS, aber die sind einfach nur hier besser mit einigen exklusiven Funktionen ausgestattet. Dann haben wir auch noch Apps wie Haus kaufen, Hotel mieten, alles über den Fernseher. Also quasi alles, was man in iOS hat, nur auf dem Apple TV jetzt. Deine Musik, Fotos, Videos, alles. Musik verbindet sich ja auch wieder mit den neuen Apple Music und Beats Radio. Ja. Ich glaube, viel kann ich nicht mehr erwähnen. Das Ganze hat einen A8-Chip nur, kein A9. Gibt es in 32 und 64 GB. 32 GB kostet $149. $199 für 64 GB. Deutsche Preise ungefähr 1 zu 1. Bluetooth 4.0, das neueste eben. Hier sehen wir mal, LAN-Verbindung hat es eben auch noch, falls WLAN mal nicht reichen sollte. Der A8-Chip, bekannt aus dem iPhone 6 zum Beispiel oder aus dem iPad Air 2 oder dem iPad Mini 4 mittlerweile. Genau. Wenn es rauskommt, Oktober. Und ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Also es gab viele Produktneuheiten. Wir hatten das iPad Pro, iPad Mini 4, neue Apple Watches und jetzt die Apple TV und jedes Jahr gibt es auch wieder ein neues Phone aus dem Hause ab Apple. Das iPhone 6S. Alles, was sich geändert hat, ist alles. Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel kleine neue Funktionen, also nichts, nicht der Rede wert eigentlich. Typisch halt beim S-Modell. Kleine Verbesserungen. Optisch gesehen ist diesmal sogar alles gleich geblieben, bis auf das S-Logo hinten drauf und eine weitere Farbe Rose Gold. Genau, die Animationen hier sehen cool aus. Bin mir immer noch nicht sicher, was es darstellen soll als eine Pflanze, aber gut, egal. Wir haben jetzt hier 3D-Touch, also das ist quasi Force-Touch, die nennen sie nur 3D-Touch. Gehen wir nachher näher drauf ein. Wir haben eine 12-Megapixel-Kamera, die jetzt 4K-Videos aufnehmen kann und live Fotos, das erkläre ich euch nachher. Haben wir hier noch einen A9-Chip, eben ein downgequalter A9X-Chip, also quasi der X-Chip ist eigentlich der abgequalte Chip, also ja, braucht das iPad eben das iPhone nicht. Die dritte Generation 64-Bit, 70% schnellere CPU, 90% schnellere GPU, Design, wegweisendes Design, weiterentwickelt, was? Weiterentwickelt. Das Design ist nicht weiterentwickelt. Höchstens das Aluminium ist jetzt neu, der 7000er Serie von der Apple Watch und die haben neues härteres Glas. Touch ID ist jetzt schneller, also die zweite Generation. LTE haben die mehr Bänder, schnelleres LTE. iOS 9. Zubehör, wieder die ganzen Cases. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal zum Highlight quasi, das 3D-Touch. Ja, quasi, wie ist es nochmal? Force Touch, genau. Nur auf dem iPhone. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Message sehen, können wir jetzt touchen. Sehen wir das Bild in Preview. Wenn wir nochmal fester drauf drücken, sehen wir das ganze Bild in Full. In Full. Die neuen Features Peak and Pop. Genau. Man peak quasi leicht drauf und dann kann man wieder loslassen. Bei E-Mail zum Beispiel touch man leicht drauf und dann. Hier sehen wir es. Mit 3D-Touch bearbeitest du Mails in deinem Postgang schneller als je. Wenn man eben hier
kurz antouch, kommt das kleine Ding, und wenn man ein bisschen fester drauf drückt, kommt die ganze Mail. Dasselbe in SMS, Nachrichten eben. Auch wenn man zum Beispiel eine Flugnachricht hat, drückt man drauf, dann kommt die Fluglinie direkt. Fotos haben jetzt auch die Funktion, nämlich bei der, wie heißt das mal, Galerie, so schnell da drauf kommt. Genau, Adressen, Ort, wenn man jetzt eine Adresse in den Nachrichten hat. Auf dem Homescreen die Quick Action, zum Beispiel bei der Kamera, wenn man da Force Touch nimmt, dann kann man schnell einen Selfie-Modus quasi erreichen oder hier bei dem Telefon schnell die letzte Nummer anrufen. Genau, hier Selfie aufnehmen oder bei Nachricht neue Nachricht oder bei Maps die Heimadresse einfach schnell aussuchen. Und ja. Ah, und es gab noch einen kleinen geheimen Hin quasi. Und zwar kommt LKBT am 30. September. Da stand in einer E-Mail, wo Phil Schiller 3D-Touch vorstellen wollte. Demo zeigen wollte. Hier haben wir noch ein paar Videos. Könnt ihr euch gerne anschauen. Live-Videos sehen wir hier gerade auch. Schon. Leute, ich glaube, bei den Kameras erst nachher weiter. Aber es funktioniert auch eben mit diesen 3D Touch, das Live-Video. Dynamische Hintergrundbilder. Die sehen echt ganz cool aus. Oh, die zocken sicher viel Akku. Schauen wir kurz mal durch. Bisschen düster. Genau, wir haben hier wieder diese Class-Dinger. Wir haben auch ein Feedback, wenn wir drauf drücken, natürlich, wie beim Apple Watch. So, dann gehen wir mal zum Design. Das kann man sich nicht sagen, außer die neue Farbe Rose Gold. Und hat das 10.000 Aluminium, das ein bisschen robuster ist. Hoffen wir es mal, weil mein iPhone schon ziemlich zerkratzt, ehrlich gesagt, mein 6er. Aber ich behalte es noch ein Jahr. Das 6S lohnt sich nicht für mich, finde ich. Härteres Glas. Und wir haben jetzt vier Farben eben. Rose Gold kommt zu den anderen Farben. Space Gray, Silver und Gold. Zwei Größen wieder erhältlich. 4,7 und das 6S Plus in 5,5 Zoll. Software und Hardware wieder verbunden. Ist natürlich dasselbe. Und wir haben jetzt auch noch Docks, die farblich angepasst sind. So, jetzt kommen wir zur Kamera. Zweiter Highlight. Und so haben wir jetzt eine neue Eiskamera. Und was spackt jetzt hier rum? Gut, kein Plan, was das war. Wir haben jetzt eine 12-Megapixel-Kamera, die 4K aufnehmen kann und Live-Videos. Es ist wieder eine Eiskamera und die haben auch Bilder gezeigt von Aufnahmen, die sie angeblich mit dem iPhone 6S gemacht haben. Also wenn es echte Aufnahmen unbearbeitet sind, sehen die krass geil aus. Vor allem auch die 4K-Videos. Da bin ich gespannt auf erste Testergebnisse. Ja, hier eine 12-Megapixel-Kamera. Wir können uns mal die Galerie anschauen. Was für Bilder daraus entstanden sind. 6S-Fotogalerie. Hier sehen wir die Bilder. Sehen allesamt super aus. Ich will jetzt nicht alle durch, das sind gar nicht so viele, okay. Die Bilder sind einfach alle top. Nein, nicht mal das Ernst, also die sind. Und Panorama haben wir jetzt, glaube ich, 64 Megapixel, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall sehr hohe Megapixelzahl. Videos, kann ich mal kurz abspielen, welches Video nehmen wir da? Nehmen wir mal das. Wenn wir die 4K-Auflösung anschauen, die das 6S aufnimmt. Also für eine Kamera, Handykamera auf jeden Fall eine Top-Kamera. Wenn das echte Bilder sind, wie gesagt, wenn es keine Fakes sind, also keine bearbeitete Bilder. Ja, hier sehen wir mal die Live-Bilder. Die funktionieren ganz einfach. Man drückt ganz normal auf Foto machen. Stellt aber Live-Foto ein, dann macht es währenddessen ein Foto. Es ist immer noch ein Foto. Man kann in die Galerie zum Beispiel drauf tippen. Ja, geht es jetzt nochmal? Ich gebe es im anderen Bild.
drück drauf, genau, wird es unscharf und dann läuft das Live-Bild. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich gehe aufs Bild drauf, dann wird es kurz unscharf und dann läuft da quasi ein kurzer Clip. Finde ich auf jeden Fall cool. Irgendwie sage ich immer, ich finde alles cool, aber es gibt halt nichts Negatives. Ich will jetzt nicht so klingen, als ob ich voll der Apple-Fanboy wäre, aber ich finde die Features einfach zwar nicht so drängend notwendig, aber nice to have eben. Ich meine, die meisten Funktionen gibt es bei Android sowieso schon länger. ja, 4K. Ja, hier sehen wir es, wir drücken einfach da drauf, drücken auf Live-Foto einstellen. Wenn wir jetzt ein Selfie machen, haben wir auch quasi einen Blitz. Also das Bildschirm wird einfach heller und das ist einfach digital. Wir haben auch eine neue Front-Facing-Kamera, die jetzt 5 Megapixel hat. Ja. Technologie, ja, das ist ja nichts Besonderes. A9-Chip, schneller wieder, jedes Jahr dasselbe. Nächstes Jahr kommt der A10-Chip. iSight-Kamera, 1000 Gläser. Touch ID schneller, LTE, ja, iOS 0, davon habe ich schon genug erzählt, glaube ich. Es gibt echt längere Codes, oh Gott, das mache ich ganz sicher nicht. Und die technischen Daten, statt wieder nur bei 16 GB, 64 und 28, für den Preis sage ich nachher was. 12 Megapixel Kamera, eben haben wir, vorne eine 5 Megapixel Kamera mit einer F2.2 Blende. Retina Flash haben wir, also was ich vorhin erläutert habe. Quasi Blitz, digitalen Blitz. Ja, sonst ist alles gleich geblieben. Nur die Box wurde die. Warte, wo ist die? Da. Nur der Box wurde diesmal die Farbe nicht vergessen. So, was kommen wir zu den Preisen? Der Vorgänger startet ja bei 699, 899, 999. Das ist leider jetzt anders. Nehmen wir das Rostgold hier. Statt diesmal war 739 Euro, also 40 Euro teurer. Dann beim 64 GB sind das Ganze 50 Euro teurer. Und bei 128 GB sind das Ganze 60 Euro teurer. Wenn wir jetzt mal im Vergleich auch noch 6 Plus nehmen, da ist die 16 GB allein schon 50 Euro teurer, die 64 GB 60 Euro teurer und die 128 GB 70 Euro teurer als der Vorgänger. Ich weiß nicht, was Apple daran denkt, aber anscheinend so einfach das iPhone, das wird immer teurer. Die haben jetzt auch in Amerika so einen Vertrag quasi, dass man da jedes Jahr ein neues iPhone kriegt, man zahlt jeden Monat so und so viel, kriegt auch Apple Care Plus und kriegt dann nach jedes Jahr das iPhone, das finde ich echt ganz cool, sollten die eigentlich auch mal hier einführen. Also ich möchte, ja, das ist überteuert. Hier sind noch die anderen Preise, das iPhone 5S kostet jetzt 500, das 6 hat 630, 6 plus 47 und das 6S eben 47 und 6S plus 850. Ja, dann so ist es eigentlich auch schon gewesen. Vorbestellbar ist das Ganze nicht einmal am Freitag, dieses Mal wahrscheinlich wegen 9-11, sondern am Samstag, den 12.09. Das Ganze kommt am 25.09. raus. Um 9.01 Uhr kann man wieder bestellen, genau hier. Okay, beim iPhone 6 war es der Fels, ging erst eine halbe Stunde später, aber egal. Gut, dann war es auch schon für dieses kurze Video. Kurz ist es nicht, eine halbe Stunde. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könnt und mich abonnieren könnt für weitere Videos. Was haltet ihr denn von den neuen Apple-Produkten? Schreibt es in den Kommentaren. Dann können wir da noch ein bisschen diskutieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich schaue mir heute noch Fuck Your Goethe 2 an. Bis dann. Tschüss.